Hallo ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen bei Auf dem Klo mit Golf. Es wird heute mal wieder schön eingelocht auf dem Klo. Ja, meine Lieben, es ist kurz vor Weihnachten, ne? Die Zeit der Romantik und der Familie. Ja, und die Zeit für frivole Wortwitze von so fiesen Opas und Onkels wie mir, ne? Ich habe den Männlichkeitsmuffin auf knappe 10 Minuten gestellt und bin gespannt, was uns erwartet, denn dieses Spiel ist nicht gut gealtert. Ich habe es vor kurzer Zeit nochmal angetestet, um zu gucken, ob die Steuerung noch so halbwegs bei mir drin ist. Ihr seht das auch, wenn ich das Spiel jetzt hier starte. Wir starten aber trotzdem ein neues Game. Nehmen wir mal Spielstand 1. Wir nennen den natürlich auch wieder Weidi, so wie sich das gehört. Übrigens, sorry, dass diese Woche auf dem Klo mit einem Tag Verspätung hat. Das ist ja normalerweise mein Format, was immer montags kommt. Es sei denn, es kommt was dazwischen. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Also seid mir bitte nicht böse, aber ich habe auch keine fiesen Nachrichten oder sowas erhalten. Wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Es ist einfach im Privatleben gestern zu viel los gewesen. Ich hatte keine Zeit und dann am späteren Abend auch keinen Kopf mehr, mich hier um das Projekt YouTube zu kümmern. Da hätten wir, glaube ich, alle keinen Spaß dran gehabt. Vielleicht erzähle ich da mal im Jahresrückblick was zu, wenn es so ums Private und so geht. Denn schon, naja, Oktober, November, Dezember, da war schon ein Thema, was mich so neben dem Kanal ordentlich beschäftigt hat und wo ich jetzt vielen Leuten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, ja auch viele Tipps mit auf den Weg geben kann. Aber wie gesagt, dazu vielleicht im Jahresrückblick ein bisschen mehr. Wir gucken uns jetzt heute hier erstmal Japan an, denn ich glaube, USA, die Kurse sind noch schwerer, wenn ich das richtig gemerkt habe bei meinem kurzen Testzock. Ja, ist übrigens wieder ein Spiel, was mit dem Mario-Franchise verkauft wurde. Auf der Packung sehen wir wieder unseren schnauzbärtigen Lieblingsklempner, von dem wir ja erfahren haben, dass er überhaupt kein Klempner ist. Ne? Das hat Nintendo ja jetzt erstmal so festgelegt. Auf dem Bild da unten, sein Avatar da unten links, der sieht aber irgendwie überhaupt nicht aus wie Mario, ne? Also man sieht den Schnörres nicht so wirklich, die Nase ist einfach zu dick. Aber wenn er sich mal so auf dem Bildschirm postiert, dann sieht man das ein bisschen. Ich glaube, ich habe auch gerade das Artwork mal eingeblendet, dass man da mal sieht. Also das soll doch definitiv Mario sein, der da Golf spielt. Im Endeffekt, das Spiel ist relativ ähnlich zu einer Simulation, die ich vom ganz, ganz alten PC noch kenne. Man sieht quasi den Golfplatz von oben. Ich steuere hier gerade so die Richtung, in die das Ganze gleich fliegen soll. Und, habe ich vorhin nochmal mir kurz angeguckt, wenn ich B drücke, kann ich den ganzen Platz sehen. Ist das nicht toll? Da unten bin ich und ich werde oft B drücken müssen, denn ich kann mit, ach guck mal, da ist das Loch. Mhm. Ich kann mit hoch und runter die Schläger aussuchen und weil ich jetzt gerade die Anleitung auch nicht zur Hand habe, kann man immer kontrollieren, wie weit das jetzt geht. Bei 4W, das müsste so ein Driver oder wie die heißen sein, fliegt der quasi bis zum Anfang des Weißen, wie man da so sieht. Ich zeige da gerade auf meinem Bildschirm. Seht ihr doch nicht, ne? Sondern ihr seht es da, wo das kleine Kreuz gerade so blinkt. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein 9er Eisen nehme, dann wird er na, fast genauso weit fliegen. Sogar ein bisschen weiter, habe ich den Eindruck, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Putter nehme. Hä? Okay. Habe ich doch falsch verstanden anscheinend. Der zeigt mir überhaupt nicht an, wie weit das Ding fliegt, wenn ich da maximal treffe. Ich glaube, weil ich kenne mich mit Golf so absolut nicht aus, ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich von der Arbeit komme, also hier von diesem anstrengenden YouTube-Job, ne, ich lebe ja da fürstlich von, dann steige ich natürlich in meinen Maybach ein, natürlich hinten, und sage zu meinem Fahrer, James, bitte bring mich zum Golfplatz. Also ich kenne mich da extrem gut aus, nicht. Also es war jetzt natürlich alles nur ein Witz für die Leute, die das nicht verstanden haben. Das war jetzt ironisch gemeint. Natürlich ist Golf nicht mein Hobby. Deswegen, also W und 9er Eisen, ich kenne mich da echt nicht aus. Ich weiß nur, dass das hier der Putter ist, den ich da gerade habe. Und mit dem sollte ich jetzt nicht schlagen, solange ich noch 388 Yards vom Loch weg bin. Jo, wir nehmen mal 9er Eisen. Das hört sich einfach so gut an. Ich gucke nochmal eben auf die Karte. Ja genau, wenn wir uns da erstmal so ein bisschen links hoch orientieren, ist das bestimmt nicht verkehrt. Wie ist denn der Wind? Ja, Windstärke 1, so ein bisschen von da. Ja, ein bisschen gegensteuern, würde ich mal sagen. Ja, und dann, wie man es so kennt, jetzt muss ich die Härte gleich einstellen, wie hart ich schlage. Also maximaler Ausschlag am besten und... Oh, scheiße, das war ein bisschen früh. Das war aber ganz schöner Wind, oder? Direkt mal schön auf den... aufs hohe Gras geschossen. Irgendwas habe ich jetzt grundsätzlich verkehrt gemacht. Kann das sein? Vielleicht kommt der Wind auch sehr stark. Möglich. Ich glaube, das 9er Eisen war keine gute Wahl. Wir nehmen jetzt mal diesen hier.
Damit geht es bestimmt noch ein bisschen weiter. Ja, und ich ziehe noch mal so ein bisschen da hoch. Mal gucken. Buff. Buff. Oh. Ich sehe jetzt nicht so einen Riesenunterschied in der Flugbahn. Ja, wird, glaube ich, eine lustige Vorstellung, bis wir das Loch dann mal wirklich treffen. Aber bis dahin erzähle ich euch natürlich noch, was diese Woche noch kommt. Und zwar diese Woche sehr spät. Und zwar erst am Sonntag. Ist doch Heiligabend, ne? Genau. Sonntag ist Heiligabend. Da kommt das Unboxing vom Weihnachtswichtelpaket. Also, jetzt mal angenommen, das kommt bei mir noch an bis dahin. Ich habe es bis heute leider noch nicht auf dem Tisch liegen hier. Ich hoffe, es kommt noch pünktlich. Es soll angeblich unterwegs sein. Von fast allen, die da mitmachen, soweit ich weiß. Scheiße, schon wieder auf die Tore Gras, ey. Ja, und ich hatte schon so ein schlechtes Gewissen, dass ich mein Paket erst letzte Woche Freitag auf den Weg gebracht habe, dass ich es direkt mit Express versandt habe, also mal eben ein Zehner oder so an Versandkosten bezahlt habe. Ja, und es war dann am nächsten Tag bei der Person, die es bekommen soll. Es wird auf jeden Fall ein lustiges Projekt mal wieder. Ich habe voll Bock drauf und das war schon wieder so beschissen geschlagen. Jetzt geht's auch noch ins Wasser, ey. Okay, bin ich nicht jetzt so langsam in der Nähe des Lochs? Ach, guck mal, da oben ist das Loch zwischen zwei Bunkern. Das ist ja herrlich. Wenn ich jetzt gleich nicht den Bunker treffe, dann wer sonst? Ne? Komm, wir nehmen wieder dieses Vierereisen hier. Das ist wirklich ganz großes Kino, was ich damit veranstalte. Boah, der kommt gut. Hole in one. Ah, oh, nee, doch nicht. Das wäre es jetzt gewesen, oder? Ja, soll ich jetzt aus der hohen Wiese? Na, ich bin noch ein bisschen zu weit weg. Aber ich nehme mal ein Einereisen. Also wenn hier gerade Leute zugucken, die Golf spielen, ne? Seid mir bitte nicht böse. Ich kenne mich halt null aus. Und ob jetzt ein Einereisen oder ein Vierer-Driver, das ist ungefähr so viel, als wenn ihr mit keiner Ahnung erklären wollt, wie irgendwelche Wrestling-Moves heißen oder funktionieren. Komm, ich nehme jetzt einfach mal den Putter. Damit kann man ein bisschen kontrollierter umgehen. Buff. Ja, komm, hier, volle Kanone. Wir gehen jetzt einfach mal langsam, aber stetig ans Loch ran. Zack. Oh, oh, oh. Guckt euch das an. Ich komme langsam näher. Ich bin noch 16 Yards vom Loch weg. So, 8 Yards nur noch. 9 Schläge habe ich schon gebraucht, habe ich da gerade gesehen. 4 war, glaube ich, Paar. Oh, verdammt. Ich Idiot, ich habe auch noch in die falsche Richtung gegengesteuert. Ne? Komm, wir sollten ein bisschen hier lang, so glaube ich. Oder habe ich da gerade wieder einen Knick im Gehirn? Oh, er ist übers Loch gesprungen. Ich glaube es ja wohl, ey. Junge, jetzt wird der Onkel aber böse. Mario, willst du mich verarschen? Jetzt macht er noch so ein... Super, ey. Endlich ist er ins Loch gefallen, ey. Okay, das war mindestens 7 über Paar oder so. Oh Gott. Leute, also freut euch Sonntag auf das Unboxing vom Weihnachtswichtelpaket und dann checkt natürlich auch unbedingt die Playlist aus, die es dazu geben wird. Die werde ich natürlich dann im Video verlinken. Die kenne ich ja jetzt aktuell noch nicht. Denn das wird garantiert ein Jux für Jung und Alt. Ich gucke jetzt hier nochmal eben auf die Darstellung. Wow, boah, habe ich mich heute mal wieder erschrocken. Oh, ich hatte einfach einen super stressigen Tag auf Arbeit. Ich hatte heute meinen letzten Arbeitstag. Also ich hoffe es zumindest. Ich denke, ich muss morgen nochmal für ein paar Stündchen ins Büro. Aber es wird schnell gehen. Aber heute, also ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Wenn man denkt, ja, heute geht schon recht schnell. Ich habe ja nicht so viel, was ganz dringend ist. Ja, und dann dauert es irgendwie trotzdem ewig. Und von allen Seiten kommt wieder irgendein neuer Scheiß angeflogen. Genau so einen Tag hatte ich heute und das als schönen letzten Tag vom Urlaub, kurz vor der Weihnachtszeit. Ja, plus das, was so im Privatleben noch passiert ist, das war heute mal wieder extrem entspannend. Aber wie gesagt, deswegen habe ich mich umso mehr darauf gefreut, hier mit euch heute dieses schöne Spiel zu spielen. Aber man merkt es an meiner Performance hier, dass ich extrem abscheiße. Gott sei Dank müssen wir das zweite Loch jetzt nicht zu Ende bringen. Ich glaube, ihr habt gesehen, worauf das hier mit Golf hinausläuft. Es ist wirklich schlecht, schlecht, schlecht gealtert. Modernere Golfspiele, die helfen einem extrem dabei. Ne? Die wählen automatisch den richtigen Schläger aus oder man könnte zumindest Optionen einstellen, dass es so ist, ne? Dass man den optimalen Schläger vorgeschlagen bekommt, dass man vielleicht so angezeigt bekommt, wo ist jetzt die optimale Schlagweite und so weiter und so fort. Und all das geht halt hier nicht.
Es sei denn, es geht möglicherweise. Ich weiß, ich habe mich extrem dämlich angestellt. Ich habe jetzt hier den Schläger überhaupt nicht richtig aussuchen können, weil mir einfach die Anleitung auch gefehlt hat zu dem Spaß. Und deswegen, es ist sehr schön gezeichnet. Es gefällt mir von der Optik. Es hat eine sehr schön klare Optik. Man kann es wunderbar auf dem Gameboy spielen. Aber wie gesagt, gealtert ist es nicht ganz so optimal. Aber ist auch kein Drama. Das Ding kostet ungefähr so 2 Euro, wenn ihr es irgendwo lose liegen seht. Von daher einfach mal mitnehmen. Das ist wirklich ein Klassiker. Muss man eigentlich haben. Und ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit, bis dann Weihnachten ist und Heiligabend, denn ich versuche im Laufe der Woche noch eine neue Auf dem Klo mit Ausgabe aufzunehmen, die ich dann am, ist das der zweite, nee, der erste Feiertag, oh, ich komme hier durcheinander mit der ganzen Scheiße, am ersten Feiertag euch um die Ohren pinseln werde, damit ihr schön was zu gucken habt, wenn ihr Langeweile zwischen den ganzen Futter- und Saufaktivitäten haben solltet. Deswegen, falls ihr das Unboxing-Video vom Tauschpaket und Wichtelpaket erst irgendwann nach Weihnachten gucken möchte, so zwischen den Tagen, kann ich absolut verstehen. Ich werde mir auch Weihnachten komplett Zeit für meine Family nehmen und von daher sage ich vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Macht euch eine schöne Weihnachtszeit, wenn ihr Weihnachten feiert. Ansonsten genießt die Feiertage und ich denke, wir sehen uns noch vor dem nächsten Jahr. Ich habe noch in der Woche zwischen den Tagen einiges geplant. Wenn es dennoch nicht so sein sollte, kommt gut ins nächste Jahr. Wir sehen uns spätestens dann und wie gesagt, fresst euch schön rund und sauft euch mal so richtig einen an. Muss ja auch mal sein, ne? Also, schöne Weihnachtstage. Bis dahin, immer schön schroff bleiben. Kommen Sie wieder und bleiben Sie geil.